Danke, Herr Vorsitzender. Lieber Kollege Raed Saleh, jetzt mal den, wie ich finde, etwas unangemessenen Pathos beiseite gelassen. Sie haben ja in der Sache ganz viele richtige Sachen gesagt. Aber wer die Lippen spitzt, muss doch pfeifen können. Und was ich absolut nicht verstehe, Kollege Saleh und auch lieber Michael Müller, der Koalitionsvertrag, der Kollege Baum hat es Ihnen vorgelesen, ist eindeutig auf Ihrer Seite, wenn Sie das ernst meinen, was Sie öffentlich immer wieder beteuert haben. Und zwar gleich dreimal. In der konkreten Formulierung, wir werden konsequent die rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi, Intersexuellen und transsexuellen Menschen vorantreiben und jegliche Form von Homo- und Transphobie aktiv bekämpfen. Was bitte ist es anderes, als für die Ehe für alle zu sein, die rechtliche Gleichstellung jetzt voranzutreiben? Das steht in Ihrem Koalitionsvertrag. Nicht Sie brechen den Koalitionsvertrag, wenn Sie im Bundesrat gegen die Ehe für alle abstimmen, sondern Sie brechen den Koalitionsvertrag, wenn Sie gegen die Ehe für alle im Bundesrat abstimmen. Sie müssen sich aber in Ihrer Kurzintervention auf Ihren Vorredner beziehen, bitte, ja? Richtig, habe ich getan. Nämlich auf das, was der Kollege Saleh gesprochen hat. Und damit den Hinweis gegeben, wer hier gerade welchen Koalitionsvertrag wie bricht. Es ist peinlich genug für die Opposition, dass sie darauf achten muss, dass sie ihren Koalitionsvertrag einhalten können. Und die zweite Passage, weil da werden wir nämlich feststellen können, es steht 3:1 gegen die CDU in diesem Koalitionsvertrag. Die Interessen des Landes Berlin, Inhalt und Geist des Koalitionsvertrages. Und die konkrete Formulierung, die ich verlesen habe, 3 Punkte, die für die Abstimmung Ehe für alle im Bundesrat sprechen. Und nur ein einziger Punkt, wenn man sich uneinig ist. Sie wissen noch gar nicht mal, ob Sie sich uneinig sind. Und wenn die CDU jetzt erst einen Mitgliederentscheid machen muss, nachdem sie einen Koalitionsvertrag unterschrieben hat, wo es aber schon drinsteht, was das Ergebnis sein müsste, machen Sie sich lächerlich. Und Sie machen das Land Berlin lächerlich. Und deswegen sage ich Ihnen, Sie brechen den Koalitionsvertrag nicht, wenn Sie im Bundesrat für die Ehe für alle stimmen. Und das sollte sich einfach noch mal klar werden. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne hat jetzt die Kollegin Kofbinger das Wort. Bitte sehr. Ja, das ist ja erfreulicherweise eine sehr muntere Debatte. Ich habe mir das schon fast so gedacht, als ich sah, dass Herr Saleh heute zum Thema reden wird. Das macht er ja normalerweise bei solchen Themen nicht. Und was er alles gesagt hat, war auch richtig. Aber der Kollege Wolf hat ja dankenswerterweise auch schon gesagt, was wir jetzt erwarten. Das ist so, wenn man die Lippen spitzt, dann muss man pfeifen. Und es einfach nur hier annoncieren in der Angst, dass ja bald der CSD ist oder das Motzstraßenfest, das reicht natürlich nicht. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung, die Betroffenen in der Bevölkerung, das sehr wohl wahrnehmbar sitzen ja auch da oben und gucken sich das sehr genau an. Und ich denke mal, Sie werden ja Gast beim Straßenfest sein, dann können Sie das auch gleich mit der Bevölkerung diskutieren, wie die das denn finden. Dass wir uns hier aufspulen, das ist ja selbstverständlich. Ich habe zum heutigen Thema auch eine eigene Geschichte natürlich, weil ich mich schon seit 2,5 Jahrzehnten damit beschäftige. Fast auf den Tag genau. Vor 25 Jahren brachten die Grünen den Antrag für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in den Bundestag ein. Vor 15 Jahren, im November 2000, war ich live dabei, als der Bundestag das Lebenspartnerschaftsgesetz in der zweiten und dritten Lesung beschloss. Anschließend wurde gefeiert und wir versicherten uns gegenseitig, dass es sich bei dem Lebenspartnerschaftsgesetz natürlich nur um eine Übergangstechnologie handeln kann. Wir wollten mehr. Vor 2 Jahren im März gab es schon mal eine Abstimmung im Bundesrat zum gleichen Thema. Auch da hat sich Berlin bereits enthalten. Wo bereits wollte oder konnte nicht zustimmen, konnte sich nicht durchsetzen. Damals galt übrigens der gleiche Koalitionsvertrag. Die Argumente kommen mir deshalb auch irgendwie bekannt vor. Sie werden dadurch aber nicht falsch, sondern sie bleiben ja richtig. Herr Müller wird also morgen in einer sehr schlechten Tradition und ganz zerknirscht die Enthaltung verkünden.
Inzwischen haben, wir haben es gehört, 20 Länder die Ehe geöffnet. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, mir ist nicht bekannt, dass es zu großen Verwerfungen gekommen wäre in diesen Ländern. Und was mich wirklich erschüttert hat, noch nach Irland hat Grönland die Ehe für alle geöffnet. Und da dachte ich sehr spontan, oh my God, wir werden jetzt von Eisbären überholt. Wie peinlich geht's denn noch? Nee. Aber was ich gestern lesen musste, verfasst von meiner geschätzten Kollegin und nachfolgenden Rednerin, hat mich noch einmal sprachlos gemacht. Allen Ernstes hat sich eine, und ich betone das, profilierte Rechtspolitikerin der CDU geäußert. In einem längeren Artikel im Tagesspiegel. Die meisten haben ihn gelesen. Die wesentlichen Punkte waren, ich fasse das kurz zusammen, die Ehe ist seit der Antike eine exklusive Sache zwischen Mann und Frau. Eine so wichtige Entscheidung kann man nicht im Eiltempo übers Knie brechen. Den Kinderwunsch homosexueller Eltern kann man sowieso nicht durch Adoption erfüllen, weil es viel zu wenige gibt. Mehr Realitätsverweigerung geht nicht. Was soll uns das im Jahr 2015 eigentlich sagen? In der Antike gab es auch die Todesstrafe, die Sklaverei und die völlige Rechtlosigkeit der Frauen. Außerdem dachten alle, die Erde sei eine Scheibe. Ist das jetzt hier die zukünftige rechtspolitische Agenda der CDU? Eiltempo. Eiltempo kann man bei einem Prozess, der nachweisbar 25 Jahre dauert, nun wirklich nicht sagen. Sagen wir es doch ganz klar, Sie haben sich weder vor 25 Jahren noch vor 15 Jahren damit auseinandergesetzt. Und Sie haben vor 2 Jahren die Chance nicht genutzt, sich mal mit Ihrem Koalitionspartner hinzusetzen und mit ihm darüber zu reden, ja, weil es Sie überhaupt nicht interessiert. Und jetzt werden Sie überrollt von einer natürlich überhaupt nicht absehbaren Entwicklung, die sich seit 25 Jahren anbahnt. Das können Sie mir nicht erzählen. Sie wollen nicht. Und nun das Highlight, der Kinderwunsch, beziehungsweise das Kindeswohl. Es ist Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt, aber wenn 2 Frauen, die ein Kind haben wollen, eine Familie gründen wollen, dann bekommen die ein Kind. Da müssen die nicht adoptieren. Und das passiert immer häufiger. Und diese Familien nennen sich selber Regenbogenfamilien. Und, Überraschung, in Berlin gibt es seit fast 3 Jahren ein Regenbogenfamilienzentrum. Die wissen zwar heute noch nicht, ob sie die Finanzierung ab dem nächsten Jahr bekommen, weil sie sich leider dazu gerade nicht äußern können. Aber es gibt es, und ich kann Ihnen nur sagen, viele CDU-Politiker schauen gerne dort vorbei und lassen sich da ablichten. Sie sind ja explizit gegen diese Familien, weil die Kinder so schlimm diskriminiert werden. Frage, wer diskriminiert die denn? Kinder leiden nicht darunter, dass sie 2 Mütter oder 2 Väter haben. Sie leiden darunter, dass konservative oder vielleicht auch nur bösartige Menschen ihre Eltern immer noch schief ansehen, beschimpfen und diskriminieren. Wenn Sie etwas für diese Kinder tun wollen, dann seien Sie nett zu den Eltern. So wird ein Schuh draus. Und ganz zum Schluss, ich halte mich kurz, noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, da hilft nämlich vielleicht doch die klassische Bildung. Schon 1959 sagte die Philosophin Hannah Arendt, das Recht zu heiraten, wen man will, ist ein elementares Menschenrecht. Arendt meinte damals natürlich das Verbot der sogenannten Mischehen zwischen 2 Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Ich meine, dass wir heute, gut 50 Jahre später, in Deutschland sehr gut damit leben können, die Ehe zwischen 2 Gleichen zu erlauben. Ich bedanke mich und wünsche mir, dass Sie da morgen zustimmen. Danke schön. Für die Fraktion der CDU erteile ich jetzt der Kollegin Seibelt das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich zu Beginn der Rede, weil es offenbar angezeigt ist, darauf hinweisen, dass ich in keiner Form betroffen bin. Ich bin weder lesbisch noch verheiratet und habe trotzdem ein Kind. Übrigens, mein Kind hat mich noch nie gefragt, ob und warum wir verheiratet sind. Und in der Kita unseres Kindes ist die Großzahl der Eltern nicht verheiratet. Das ist auch ein Teil der Lebensrealität in dieser Stadt. Der Antrag, über den wir heute diskutieren, fordert eine Bundesratsinitiative, ich zitiere, um Ehe und Lebenspartnerschaft im Hinblick auf die Rechte und Pflichten der Partnerin endlich umfassend gleichzustellen und die Ehe zu öffnen.
Die Aktualität für diesen Antrag speist sich offenbar daraus, dass vor etwa 14 Tagen in Irland ein Referendum stattgefunden hat, in dem sich eine Mehrheit für die Öffnung der Ehe auch für homosexuelle Paare ausgesprochen hat. Übrigens ein Land, in dem es keine der eingetragenen Lebenspartnerschaft vergleichbare Institutionen gibt. Vor etwa 2 Jahren hat sich Kroatien in einem Referendum gegen die Homo-Ehe entschieden. Ich kann mich nicht erinnern, dass seinerzeit eine Bundesratsinitiative stattgefunden hätte, die eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland wieder abzuschaffen. Wie dem auch sei, es hat sich in den letzten 3 Wochen in Deutschland nichts, aber auch gar nichts verändert, was die Eile rechtfertigt, mit der hier und heute 2000 Jahre alte gesellschaftliche Einrichtungen abgeschafft werden sollen. Es drängt sich vielmehr der Eindruck auf, dass hier versucht wird, mit medialem Rückenwind ein Thema mit sehr weitreichenden Folgen durchzupeitschen, weil man